So. Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 und herzlich willkommen zu einem neuen Alltag in GTA 5 auf der PS3. 9.13 Uhr ist jetzt. Früh am Morgen. Und mich hat's jetzt mal heute an den Flughafen verschlagen. Und wie es für einen Alltag in GTA 5 üblich ist, habe ich auch ein schönes und spannendes Thema dabei, was viele von euch vielleicht von Freunden kennen, die auch schon mal Kontakt mit Marihuana gehabt haben. Ich habe dieses Video schon einmal gemacht über Marihuana, da habe ich, glaube ich, Call of Duty Ghost gespielt. Im Hintergrund ein sehr schlechter Spiel, das Gameplay. Katastrophe, würde ich jetzt mal sagen. Genau. What the fuck? Ja. Oh Gott. Ja, zum Glück ist es früh am Morgen, sonst hätte ich jetzt hier in das Headset geschrien wie ein Irrer. Meine Hormone sind nämlich noch nicht auf Fahrt, sozusagen. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Alltag in GTA 5. Das war auf jeden Fall sehr knapp, was wir gerade erlebt haben. Er wollte sich umbringen, wollte einen Suizid machen und wollte dann als Märtyrer in den Himmel. Aber das hat nicht ganz funktioniert. Ja, vielleicht beim nächsten Mal. Auf jeden Fall, ich möchte heute mal über Marihuana sprechen. Wir fliegen jetzt erstmal zum Mace Tower, einem Finanzgebäude, 350 Meter hoch. Da fliegen wir jetzt auf jeden Fall hin und dann werden wir dort erstmal landen und dann erzähle ich euch mal ein bisschen weiter. Marihuana. Jetzt mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Es muss mir keiner sagen, dass er es nicht schon mal irgendwie genommen hat oder schon mal jemand gesehen hat, der es nicht genommen hat. Ich meine, viele von euch kennen Freunde, die das schon mal genommen haben. Und ihr könnt ruhig mal ehrlich sein und ruhig mal sagen, okay, ich hab's genommen, okay, ich hab Mut. Weil ich möchte euch heute mal erzählen etwas über diese Droge, über dieses Marihuana, weil nicht jedes Marihuana, also besser gesagt, nicht jeder Hanf hat auch diesen Wirkstoff, Tetracannabinol. Nennen wir es einfach mal Wirkstoff, oder? THC abgekürzt. Auf jeden Fall sind da Öle drin in dieser, wie nennt man das? Blüte. So, und wenn euch irgendjemand mal anquatscht, hey, ich habe hier ganz coole Hanfblätter, dann sagt ihr nein. Weil die Blätter besitzen keinen Wirkstoff. Aber ich möchte jetzt auch nicht irgendwie meine Abonnenten anspornen, Marihuana zu konsumieren, sondern einfach mal über die Gesellschaft reden. Die Gesellschaft, die dieses Produkt ja schon inzwischen zu 80% zu sich nimmt. Und da denken sich Leute, die noch nie Marihuana genommen haben, die nie mit Drogen in Kontakt gekommen sind, 80% der Raucher rauchen Marihuana. Kann das denn wirklich sein? Nun ja, natürlich nicht regelmäßig. Das sind 60%. Aber immerhin, oder? Und das sind wirklich realistische Zahlen. Und da muss man sich nur mal umsehen in den ganzen Berufssparten. Jeder hat schon genommen. Sind wir uns doch ehrlich. Sind wir mal ehrlich. So. Genau. Marihuana. Da könnten man stundenlang diskutieren über die Wirkstoffe. Bei manchen, wenn sie einen Joint rauchen oder Kekse essen mit dem Wirkstoff, dann fangen die an, richtig viel zu reden. Die labern über Gott, über die Welt, über verschiedenste Dinge, über den Aufbau unseres Systems und so weiter. Also verrückt auf jeden Fall. Und da gibt es Leute, die entspannen einfach. Und es gibt Leute, die bekommen plötzlich keine Schmerzen mehr. Und diese Menschen gibt es wirklich. Es gibt nämlich die Krankheit Gicht. Unglaublich schmerzhafte Krankheit. Kannst du versuchen, was du willst. Kannst du Beta-Blocker nehmen, Morphium und so weiter. Im Endeffekt schadet es deinem Körper nur enorm und ja, länger leben tust du dadurch nicht. Bei Marihuana haben wir aber das Gegenteil. Natürlich, der Rauch ist auch schädlich.
Da muss man es auch nicht das Marihuana gut reden. Überall, wo Rauch abgebaut wird in der Lunge, entsteht Krebs. Aber Marihuana ist gesünder als Tabak. Weil Tabak ist die wahre Droge. Die wahre giftige Droge. Und das wissen die wenigsten. In einer Zigarette befindet sich Teer, Nikotin und viele andere giftige Stoffe. Da werden radioaktive Substanzen teilweise abgebaut. Radioaktive Substanzen in einer Zigarette. Das ist Mafia, das sind die wahren Terroristen. Marlboro, Camel, berühmte Namen, die ihr alle kennt. Aber wenn ihr ein reines Marihuana habt, mittelstarker THC-Gehalt, 100% Ware, dann ist das natürlich gesünder als Rauchen. Am besten wäre es natürlich, wenn man gar nicht anfängt. Ist natürlich klar. Schwerer gesagt als gesagt. Wer einmal angefangen hat, der fängt natürlich da weiter an. Schlimm wird es natürlich nur, dass dieses Marihuana natürlich in sehr vielen Konflikten eingearbeitet ist. Nehmen wir einmal Mexiko. Kennt ihr Mexiko? Ciudad Juarez und so weiter? Drogenkriege? Genau. Wenn ihr wirklich Marihuana zu euch nehmt, dann bitte nur aus Deutschland, weil wenn ihr Mexikanisches nehmt, unterstützt ihr Mord, Folter, Kidnapping und natürlich brutalste Bandenkriminalität, weil es gibt Los Santos, Gott, es gibt da so Städte in Mexiko, da wird richtig viel geschmuggelt. Ciudad Juarez, eine Stadt so groß wie Freiburg, na, ein bisschen größer, haben wir 1 Million noch dran. 3000 Menschen werden da liquidiert, hingerichtet. Nur wegen den Drogen. Ja, das haben wir gelernt. Marihuana ist an sich nicht schädlich. Das einzigste Schädlichste ist natürlich die Verbrennung des Rauches. Das ist logisch, das kann man auch nicht abstellen oder so. Da wäre natürlich die Möglichkeit, Kekse zu essen. Ja. So sieht das aus. Gut, das könnt ihr mal reinschreiben, wie ihr zu diesem Marihuana steht. Am besten ist es natürlich, wenn man gar nicht anfängt, man spart Geld. Man lebt einfach gesünder. Wobei man Marihuana noch nicht ganz erforscht hat. Vielleicht ist es sogar so, dass man länger lebt. Wer weiß das schon. Für das habe ich ja dieses Video gemacht, um einfach mal hier zu diskutieren mit euch. Und dass ihr mal eure Sachen, eure Fragen reinschreibt, was ihr davon haltet, wie ihr zu diesem Produkt steht. Und ich sage euch ganz klar, liebe Leute, liebe Abonnenten, Finger weg von Kokain, Finger weg von Crystal, Finger weg von Speed. Und jemand, der sagt, dass man das probiert haben muss, der lügt. So ende ich jetzt mein Commentary. Und jeder soll sich Gedanken machen. Sag Nein zu Drogen.